Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin draußen diesmal. Das war wichtig für mich, hier am Rheinufer zu sein, weil das ist über den Rhein. Ich werde über den Rhein sprechen. Das ist das Thema. Und das ist auch Teil von meiner Geschichte. Aber wer bin ich? Ich bin Marie-Elise Chateau, professionelle Coach in der Dreiländer-Region. Das ist Deutschland, Frankreich und die Schweiz. Und was mich besonders zufrieden macht, ist, wenn die Leute, die ich begleite, dass es individuell ist oder in Gruppe, dass sie wahrnehmen, dass sie bewusst werden, dass man etwas anders machen kann. Und das ist auch das Thema. Man kann Sachen anders machen und zusammen können wir es schaffen. Das ist ein bisschen wie jemand schon benutzt hat, aber das ist, was ich sagen will heute. Warum? Was ist mit dem Rhein? Aber für mich, wir sind jetzt in der Corona-Krise, kann man sagen, 14. Dezember und das ist auch zwei Wochen nach der verantwortungsvolle Unternehmen zum Schutz von Menschen und Umwelt. Das ist diese Initiative in der Schweiz. Und der Wunsch nach sauberen Flüssen, es kommt nicht von nirgendwo. Ich glaube, das hat seinen Ursprung hier mit dem Rhein, weil man hat vielleicht vergessen, aber der Rhein war nicht immer sauber. Warum ist es auch Teil von meiner Geschichte? Ich bin seit 12 Jahren, ich wohne nahe von dem Rhein, weil ich habe in Basel gewohnt und jetzt auf der französischen Seite, aber immer noch am Rhein. Ne? Ich habe nur 5 Minuten, vielleicht 10 gebraucht, um hierher zu kommen mit dem Fahrrad. Und als ich gekommen bin in Basel, ich bin einfach wie die anderen Basler im Rhein geschwommen, weil das war etwas Natürliches zu tun, wenn es sehr warm ist, natürlich im Sommer bei der Hitze. Und ich wusste nicht, dass es so ein symbolisch hinter hatte. Warum? Ich mache den Parallel mit heute, weil das war undenkbar, wie undenkbar es ist heute, dass die Biodiversität wieder wächst oder dass wir tatsächlich die Pariser Abkommen zum Klima folgen. Europa ist wieder nicht einig und es ist, als ob wir nicht vorwärts gehen können. Aber man sollte nicht vergessen, dass dann Ende der 60er Jahre und während den 70er Jahren der Rhein war so verschmutzt, das Wasser war so verschmutzt, dass es sogar einen Spitznamen hatte und zwar die größte Kloake Europas. So war der verschmutzt. Und das war unmöglich, eine Einigung zwischen den vorgelagerten Ländern und den nachgelagerten Ländern über die Einleitung von Industriewasser in den Rhein zu finden. Ja, das ist selbstverständlich. Da kommt ein Boot, das ist, finde ich auch schön. Masora heißt das Boot. Peniche, ich weiß nicht, jetzt auf Deutsch. Aber ja, das war dann undenkbar, eine Einigung zu finden. Natürlich, die vorgelagerten Länder hatten kein Interesse aufzupassen, weil das waren die nachgelagerten Länder, die das verschmutzte Wasser bekommen am Ende. Bedeutet auch viel für mich. Ich war als Kind in der Nähe von einem Kanal, der Kanal Lateral zu der Loire. Aber hier ist er viel größer natürlich. Warentransport. Vielleicht kommt es wieder ein bisschen mehr auf den Flüsse. Also, und warum war es so unmöglich, eine Einigung zu finden? Es ist auch, weil die ökologische Organisation, die für die Umweltschutz,
sie waren auch nicht so stark, dass sie könnten nicht die Länder zwingen durch Gesetze. Und dann niemand wollte wirklich etwas ändern. Und das war wie unmöglich, etwas zu ändern. Das Wasserreinigungsprojekt für den Rhein hieß LAX 2000 sogar. Und viele haben gedacht, das ist doch unerreichbar, das schaffen wir es nie. Aber es ist etwas passiert. Und was ist passiert, sodass die Bevölkerung, alle haben wirklich, wurden bewusst, dass es nicht so weitergehen konnte. Es hat eine Katastrophe gebraucht und ich weiß nicht, ob viele sich daran erinnern. Ich hatte es selber vergessen, auch wenn ich schon auf der Welt war und über 10 Jahre alt. Das war am gleichen Jahr wie Tschernobyl in 1986, eigentlich in einer Halle, in Schweizer Halle bei Sandoz, ein Lager mit agrochemischen und chemischen Produkten kommt im Feuer. Und um das Feuer zu löschen, die Feuerwehrleute, sie werden so viel Wasser mit chemischen und agrochemischen Produkten im Rhein weglassen, dass es wirklich eine riesige ökologische Katastrophe ist. Das war sehr viel, 1300 Tonnen von agrochemischen Produkten und sogar auch noch 2 Tonnen von Quecksilber. Also das war wirklich sehr, sehr... Und als Folge hat es zum Beispiel gehabt, in Mainz, 250 Kilometer weiter, wurden Hunderttausende von Aalen sind gestorben und waren einfach auf dem Wasser. Das hat die Leute so das war wirklich eine. Die Leute waren schockiert, die konnten auch nicht mehr Trinkwasser haben. So, das war wirklich mit Folgen auf die Bevölkerung. Und dann haben die Leute sich gedacht, alle, Bevölkerung und Industrie, haben sich gedacht, nee, so weiter können wir nicht, wir sollen etwas ändern. Und das ist in 1987 wegen wirklich dieser Katastrophe, dass endlich etwas sich geändert hat und man hat alles gemacht, um diese Ziele zu erreichen. Von diesem Projekt, LAX-Projekt 2000. Und tatsächlich, heute ist das Wasser so im Rhein, Sie können es hier sehen, es ist so, dass Lachse zurückkommen können, um deren Eier an der Quelle vom Rhein in Gotthard, in die Schweizerische Alpen, wieder lagern kann. Also hier, das ist ein gutes Beispiel von intrinsischer Motivation. Das war nicht mehr gesetzlich, das war einfach, die Leute haben sich selber gedacht und alle Leute wirklich fast ohne Ausnahme wegen der Katastrophe, dass man nicht so weitergehen kann. Und das ist wirklich diese intrinsische Motivation. Ich werde ein Video darüber machen, weil ich finde, das ist sehr wichtig. Gesetzlich, das ist extrinsische Motivation. Man fühlt sich wie ein Kind und man will nicht unbedingt folgen, was gesagt wird. Aber da, wenn man selber gedacht hat, oh, das geht nicht mehr, das ist diese intrinsische Motivation, dass man aktiviert. So, das ist Kooperation anstatt rechtliche Einschränkungen. Kooperation und Vertrauen in den guten Willen des anderen anstatt Konfrontation und Misstrauen. Das ist das, was wichtig ist. Und ich habe wirklich die Hoffnung, dass mit der Coronavirus-Krise, wir sind drin, in der Mitte, man weiß es nicht eigentlich, und ich habe wirklich die Hoffnung, dass es die Bevölkerung so bewusst wird, nicht zu viel auf Impfung erwarten. Es ist auch etwas, das wir ändern sollen bei den Industrien, aber auch wie wir leben, konsumieren, dass es wirklich, wir sollten es betrachten als eine Katastrophe und etwas ändern und dass wir dann die nötigen Maßnahmen nehmen können, die notwendigen Änderungen vornehmen können.
Darum war es mir wichtig. Danke für Ihre Aufmerksamkeit. Sie können einen Daumen nach oben lassen, meinen Kanal abonnieren, teilen und auch die Glocke aktivieren, wenn Sie wissen wollen, wann ich ein Video lade. Und jeden Montag um 10 Uhr auf Deutsch. Vielen Dank, auf Wiedersehen.